Hey, du hast ja wieder eingeschalten bei CODWW2. Danke wieder fürs Einschalten bei Kollateralschaden, dem nächsten Kapitel, was hier auf unserer Agenda steht. Und nochmal vielen, vielen Dank an alle, die immer einen Kommentar da lassen. Oktober, und wir sind in Aachen. Ein Like. Die Krautfresser kämpfen wie die Teufel, denn die Alliierten sind zum ersten Mal in eine ihrer Städte eingefallen. Aber nicht zum letzten. Es freut mich mega, mega, dass das soweit richtig gut ankam bei euch bis hierhin. Wir dachten, die Befreiung von Paris bringt uns schneller wieder heim. Aber der Ärger fängt gerade erst an. Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest. Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle ausschalten. Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind. Der Stress belastet uns alle. Ich hab den Eindruck, Schwäche gibt es hier gar nicht. Nur weiter so, sie werden es bereuen. Ich sag ja nur, Zeit für mehr Blut und Kämpfe. Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission! Hey, machen Sie voran! Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein! Hey, der lag hier rum. Von deiner Frau. Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen. Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Das ist vielleicht ein Abschiedsbrief. Lies die Anschrift. Sie schreibt Daniels, nicht Red. Ohne Grund ist niemand so förmlich. Ich sag's ungern. Ich glaube, sie macht Schluss. Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief. Weißt du? Solange er zu ist, gehört sie noch dir. Au! Das ist das Schrödingers Brief. Was? Stimmt mit Ihnen? Das hört sofort auf! Wir greifen das Stadttheater um 0:37 an. Ich finde, während mein Mann im Krieg ist, oder mein Freund, mit dem ich zusammen bin, ist der beste Zeitpunkt, Schluss zu machen, wenn er im Krieg ist. Einfach jeder. Kappa. So oder so. Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst, wenn ich das durchstehen soll. Und da sind wir in der guten Stadt Aachen. Kommen Sie, Daniels! Daniels! Ich hab dich! Die Köpfe runter! Gott verdammt! Wir schlagen sie und sie stehen wieder auf! Wir können den Platz nicht mehr lange halten! Die Artillerie ist auf dem Weg! Maximal 10 Minuten, sagen sie! Könnten auch 10 Stunden sein! Lieutenant, wir brauchen sofort Panzerunterstützung! Panzer schützen unsere Flanke! Jetzt, ich muss nachdenken, Gott verdammt! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Luke Daniels! Sie und Herr Yellow gehen mit Pearson für die Anforderung! Bewegung! Alles klar, geht! Okay, Deal. Was soll ich machen? Telefon? Ich soll telefonieren? Ich geh telefonieren, Alter. Oh, oh. Ah! Er lasst mich! Ich muss telefonieren! Mami! Bitte sehr, Sarge! Deckwood Whites vor 7 an Villen werden beschossen. Erbitten sofort Unterstützung auf Linie 2. Over! Verstanden. Aber das lässt unsere Flanke ungeschützt. Bewegen Sie trotzdem schnellstens Ihre Ärsche her. Verstanden. Wir arbeiten dran. Und beeilen Sie sich! Diese Packs reißen uns in Stücke! Over und out! Herr Männer, wir begeben uns zum Stadttheater. Oh, wir kriegen Hilfe. Das erste Platoon braucht uns. Feindpositionen unbekannt. Wechsel zu Funkgerät und Sprechanlage. Funkgerät eingeschaltet. Raps, wir drehen nach rechts und fahren zum Theater. Alles klar, verstanden, Perez. Abrams, cool. Sie warten hier mit dem zweiten Platoon. Oh yeah. Bestätige. Verstanden, Perez. Wachsam bleiben und auf Infanterie in den Fenstern achten. Okay, Raps, Bewegung. Wir haben den eigenen Panzer, den wir gerade fahren, Mann. Wie cool ist das denn? Also ich fahre wirklich gerade selber, ne? Das ist richtig cool. Ja, wer will jetzt was machen? Hey, da bewegt sich was. Aber wir müssen da unbedingt hinkommen. Die Theater machen denselben Scheiß durch wie wir. Sobald wir die Deutschen ausgeschaltet haben, stürmen sofort neu an. Wir sind jetzt in ihrer Heimat. Wir müssen denen jetzt unbedingt helfen, Mann. Sie wollen ein Blutbad. Also und mir genau selber. Das geben wir ihnen. Sie haben nicht den Hauch einer Chance. Sie sehen das sicher anders. Was versteckt um? Weg mit euch. Niemand macht mich doof an da. Lalilalila. Ich finde das cool, dass ich mir selber zur Hilfe komme jetzt gerade. So langsam. Feuer freigegeben! Noch wer? Da sind ganz viele Leute drin. So, Explosionen sind immer gut. Noch wer da drinne, der Stress macht?
Falls da einer drinne war, ich hoffe, er ist tot. Ey, da war ein Soldat. Da sind überall Soldaten da. Lässt du wohl den Panzer von uns in Ruhe? Ah, süß, ey. Da, mit alle Raketenwerfer. Wirklich alle. Auch du da oben. Böse. Aus. Lass das. Wer hat auf mich geschossen? Du da? Hä? Nicht nochmal, Freundchen. Okay. Wir kommen voran. Der Quad White 27 an Villain. Wo bleiben Sie? Ja, ich beeile mich. Oh, wie süß, er schießt mit einem MG auf den Panzer. Das weiß sogar ich, dass das dumm ist. Alles klar, geben wir Gas. Ja, Gas gebe ich auf jeden Fall, Mann. Aber ich finde, das ist so krass, das Szenario hier. Das sah halt damals wirklich auch so aus. Ne? Stellt euch vor, ihr lebt jetzt gerade irgendwie in Hamburg. Und genau so sehen alle Gebäude aus. Oder hier alles zerstört. Das war damals so. Nein! Die Frontpanzer und diese Panzer sind zu stark! Wir müssen ihn flankieren! Ich muss ihn flankieren. Kontakt zum Feind verloren! Muss ihn finden! Sauberer Schuss! Guter Treffer! Weil die Frontpanzerung zu stark ist. Ich versuche gerade, ihn zu umfahren. Okay. Feindlicher Panzer ausgeschaltet. Raps, bitte melden. Raps, hören Sie mich? Oh Gott, Raps. Es tut mir leid. Wir haben Raps verloren. Oh, Ruhe in Frieden, mein Kamerad. Ja, aber wo ich eben stehen geblieben bin. Ja, stell dich mal vor, wie gesagt, so sieht eure Stadt dann aus, wo ihr wohnt, ne? Genau so, alles zerstört. Und so sah es halt früher aus. Und ich finde krass, wie die das in den Jahren, was die aus den Jahren wieder alles aufgebaut haben, ne? Den Hügel auf. Die ganzen Städte sind ja komplett wieder so heile und so. Also die haben das in den Jahren komplett wieder aufgebaut. Und das ist eine Leistung, die ist richtig krass, finde ich. Na los, unsere Jungs fahren. Rauf auf diesen Hügel. Aber richtig traurig zu sehen eigentlich auch gleichzeitig, wie das damals so aussah eigentlich. Kletter. Panzer! Oh. Scheiße, ein Tiger! Ein Tiger, Alter. Wir haben hier noch einen Panzer. Noch ein Panzer. Wir werden vom Rechts angegriffen. Aua. Komm hier nicht weg. Panzer greift uns von rechts an. Er hat uns im Visier. Soll ich den auch umfahren? Panzer greift aua. Fahr doch! Ja, ja! Ja, Tiger von rechts. Bin dabei. Da ist ein anderer. Dammit. Oh Mann! Ja, ich würde den Panzer ja gerne flankieren. Na sicher. Ah, okay, der ist down. Ist halt nur nicht so easy, ne? Ist er hin? Wir haben es geschafft. Oh Gott. Theater liegt hinter der Steigung. Deckboot White 27 an Villain. Wir halten das nicht mehr lange aus. Villain an Deckboot White 27. Rapson hat's erwischt. Nur noch wir sind übrig. Sind auf dem Weg. Repariere, was noch zu retten ist. Theater ist ganz in der Nähe. Verschwindet.
So. Noch jemand, der Stress möchte? Pax ausschalten, gab's Theaterfeuer. Okay. Verdammte Pax. Oh. Los, ich muss mehr feuern. Lad schneller nach, bitte. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr aufhalten. Feindliche Fahrzeuge nähern sich. Aufhalten! Hab ich schon. Wohnhäuser, direkt voraus. Ja, da oben, ich seh's. Ich helfe so gut ich kann. Direkt voraus. Fast geschafft. Da oben noch einer. Shit, 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 Alter. Ich will hier nicht sterben jetzt. Irgendwer noch weitere Ziele? Ich sehe nichts. Oh, wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Wir danken für die Hilfe, Sir. Deckwood White, Ende. Gut, Perez hält die Stellung am Theater und deckt unsere Flanke. Wir müssen ohne Panzerunterstützung zum Hotel Allendorf vorrücken. Bewegung! Okay, dann mal los. Das Hotel ist seit Wochen eine Nazi-Festung. Wir müssen es einnehmen, um die Stadt zu erobern. Das wäre viel einfacher, wenn wir ein paar Panzer hätten. Perez muss die Position halten. Wir sind hier die Speerspitze, Private. Auf wie geht sie? Nimm mal das Gewehr mit. Ich mag die K. Ist nämlich sehr super und damit, ja, gehen wir jetzt erstmal weiter durch die, auf die Fenster zerstörte Stadt. Vorrücken. Fassaden im Auge behalten. Halt, militärische Kriegszone, halt! Irgendwas stimmt nicht, das ist zu ruhig. Wachsam bleiben. Ruhig bleiben. Deckung suchen. Das ist aber echt krass irgendwie. FG, oh, runter von der Straße! Oh Leute, die haben ihn in den Kopf weggeschossen. Er ist einfach geplatzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. Oh, Fleisch. Was? Ah! Ah! Wo kommen die denn her? Noch wer? Shitty, 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 shitty. Zurück damit! Da war er. Okay, ich hab ihn. Puh. Ist da noch einer hinter? Du Blödmann! So, auf den Nuss bekommen hat der. Keine Treppen. Wir können jedenfalls nicht zurück auf die Straße. Oh, ich hab einen Bazooka. Daniels, räumen Sie den Weg mit Ihrem Werfer frei. Zurück! So, besser? Der Weg ist freigeräumt, Leute. Granate! Feindposition gesichtet! Mann, 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 ich komm grad nicht voran, ne? Oh, den hab ich durch den Rauch, Alter. Durch die Lücke, ne? So lobe ich mir das. Ich hab mir einmal kurz bitte. Heile ich mich mal nochmal voll. Hast du das? Ich brauche Munition. Dann gib mir doch mal welche. Du Lachsnacken. Immer weiter! Ich finde die Häuserkämpfe gerade richtig cool. Nein. Wir sind sicher. Die letzte Verteidigung der Deutschen. Daniels, los, untersuchen. Ja, Sir. Es kommt mir so still vor. Bestimmt ist das kein gutes Zeichen. Daniels, was sehen Sie? Der Himmel ist ruhig. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing, Private? Was gaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Aber wenn wir zum Hotel kommen, müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Wir müssen erst das Wohnhaus einnehmen. Könnte voller Deutscher sein. Wir durchsuchen es, um uns abzusichern. Dann weiter zum Hotel. Aufstellen! Daniel, Sussman, gehen Sie vor! Los jetzt!
Okay, Doki. Geben wir unser Bestes, da durchzukommen. So, wenn du einen Verbandskasten über hast, dann gib mir den mal bitte. Ich habe nämlich keinen mehr. Vielen Dank. Und was hast du da hinten? Du hast, glaube ich, Mörserfeuer für mich, ne? Oder sowas? Kannst du mir das mal bitte geben? Wir doch lieber auf ein Ziel. Dammit. Ich wollte mich eigentlich muten. Er gibt mir keinen. Signalrauch bereit? Ach, das ist nicht bereit, oder was? Oder gibt er mir das einfach nicht, weil er mich nicht mag? Warten wir doch lieber auf ein Ziel. Tut mir richtig leid, Leute, dass ich das genießt habe. Eigentlich wollte ich mich dafür muten, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Oh! Das kann ich! Ah, neue Muni. Wo ist meine Waffe? Da! Oh, ich wollte eine Munition nachfüllen, weißt du? Kann ich nicht sehen! Bist du blind oder was? Da oben ist einer. Da ist einer. Immer nach und nach. Ich muss auch mal eben nachladen. Ganz ruhig. Da ist noch einer. Warum treffe ich denn nicht? Seht ihr das? Das trifft nicht. Jetzt. Wollte schon sagen. Kollege, kann ich Signal auch bekommen? Dankeschön. So. Die werden sich freuen. Die werden sich jetzt freuen. So, wir kriegen jetzt eine Ladung. Ne? Überraschungseier. Oder auch nicht. Gut, dann kommt halt kein Angriff. Okay, warum denn auch? Alter! Die machen aber Schaden, ne? Tolle Kacke hier. Was hast du? Ach, der gibt mir Granaten wieder. Sehr netter Typ. So, Headshot. Ins Face, Alter. Alles sicher. Sammeln. Rogers, vorrücken und den nächsten Raum sichern. Ja, Sir. Die Tür ist blockiert. Wir müssen uns durchquetschen. Sieht verdammt eng aus. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Du hättest weniger Corned Beef essen sollen. Ah, sehr witzig. Okay, drücken wir uns mal durch. Langsam und nach... Scheiße! Scheiße! Ah, jemand muss dir helfen! Vorwärts! Alles okay? Ach, ich werde überleben. Da sind überall Deutsche! Okay, den haben wir. Komm, zeig dich nochmal, Junge. Dankeschön. Ins Oberstübchen, ne? Nein, ich heile mich mal voll. Einfach, weil ich wieder volles Leben haben möchte, ne? So, ich habe dir den Arsch gerettet. Ich möchte dafür bitte einen Keks. Das wäre schön. So, mitten im Krieg gibt er mir einen Keks. Das würde mich glücklich machen. Ja, ich treffe einfach mal nicht, ne? Warum soll ich auch treffen? Wie? Was? Wie hat er mich erwischt? Jetzt mal ernsthaft, wie hat der mich erwischt? Ich werd's überleben. Da sind überall Deutsche. Hol das an. Hör auf, ich verziehe wegen dir. Du Blödmann. So, weg mit euch jetzt. Reicht mir auch mal. Moment, ganz kurz nachladen. So. Ich werfe da mal eine Granate hin. So, Granaten geworfen, ein paar, ne? Ja, 500 Schüsse erstmal in den Reihen, Alter. Denn da oben haben wir auch. Kannst du mir nochmal Munition geben? Safety first, Mann. Ich hätte gerne noch ein Medipack. Wo sind Sie, Sergeant? Ja, Alter. Wie viele? Was zur Hölle? Der kommt ja erstmal hoch, ne? Stirbt, dankeschön. Okay, haben wir es. Hier ist dein Verbandskasten. Ruhig bleiben, wir müssen angreifen. Hilf mir. Ist hier oben noch was? Verbandskästen sammle ich nämlich für mein Leben gerne. Da vorne ist was.
Ah, ich habe eine Erinnerung gefunden. Haha. Nichts entgeht meinem Adlerauge, Leute. So, tut mir leid, dass ich dich rot angemalt habe. Okay, Bewegung. Hier rüber damit. Fang. Sehr schön. So, das ist das Hotel, ja? Gut. Schauen wir mal, was wir hinkriegen. Auf ein neues, ne? Auf ein neues hier. Frohes neues vor allem. Frohes neues Jahr, Leute. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Der Laster versperrt uns den Weg. Wir schieben ihn. Ayello, die Bremse lösen und lenken. Alle anderen rücken ran und schieben. Verstanden. Daniels, brauche Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Ja, ich bin dabei. Ah, elender Bastard. Benzin, die Batterie funktioniert. Wir brauchen ein Transportmittel. Lieutenant, wir können ihn überbrücken. Das ist überraschend. Halt's Maul, Bubi. Okay, Bewegung! Sichern Sie das Hotel! Daniels, noch eine Mauer. Sprengen Sie sie. Okay. Aus, klar. Weg da. Seid ihr bereit, Leute, das in die Luft zu sprengen? In der nächsten Folge von Call of Duty WW2. Danke wieder fürs Zusehen bis hierher. Ich hoffe, die Folge hat euch sehr gefallen. Wenn ja, dürft ihr natürlich ein Däumchen nach oben da lassen und ein Kommentärchen. Und vielleicht kommt heute eine Doppelfolge. Also noch eine Folge von dem Kapitel hier. Heute Abend. Ne? Vielleicht. Wenn ihr Lust drauf habt, dann lasst es mich wissen. Ebenfalls mit einem Kommentar. Oder ein Däumchen. Ja, bis Densen und ciao.